An der ZHW gefällt mir die grossartige Infrastruktur, die es uns ermöglicht, Studenten auf Top-Niveau auszubilden. Wenn wir einen sehr hohen Gestaltungsspielraum haben und einen hohen Grad an selbstständigem Arbeiten. Dass ich hier besonders viele spannende Forschungsthemen habe. Ich heiße Lorenz Mohler, ich arbeite in Winterthur an der ZHW, am Departement Agro Antilinguistik und bin dort zuständig für die Ausbildung von Konferenzdolmetschern. Sprache und Sprache haben mich schon immer extrem fasziniert. Das ist eine grosse Leidenschaft von mir. Und insbesondere beim Dolmetschen arbeitet man mit Sprache am Puls der Zeit. Und das ist extrem spannend. Und es behält einem jung und frisch. Also der erste Kontakt zur ZHW, der geht weit zurück bis ins eigene Studium. Ich habe selber die Ausbildung an der ehemaligen Dolmetscherschule Zürich gemacht und bin jetzt seit 2010 hier an der ZHW in Winterthur angestellt. Als Mitglied der Studiengangleitung habe ich vor allem eine organisatorische und koordinative Funktion. Das heisst, ich muss schauen, dass der Laden läuft, dass die Dozenten, die wir brauchen, dass die engagiert werden, dass die Stundenpläne gemacht werden, dass Prüfungen organisiert werden. Ich habe aber auch immer ein offenes Ohr für meine Studentinnen und Studenten. Und die kommen auch zu mir, manchmal auch mit persönlichen Anliegen. Und genau das ist mir wichtig, dass es persönlich abläuft und sich alle wohlfühlen in dieser Vertiefung. Also neben meiner organisatorischen Arbeit hat auch der Unterricht einen grossen Stellenwert. Und dort ist es mir sehr wichtig, dass man die Studenten optimal auf die Berufswelt vorbereiten kann. Das machen wir unter anderem, indem man reale Szenarien im Unterricht probiert nachzustellen. Da kommt mir meine Freelance-Tätigkeit natürlich zu gut. Ich weiss, was auf dem Dolmetschermarkt verlangt wird und kann das im Unterricht simulieren. Das ist ein Vorteil davon für die Schule. Und umgekehrt, in der Praxis kann ich mit den Studenten, die ich selber ausgebildet habe, zusammenarbeiten. Ich kann sie mit gutem Gewissen weiterempfehlen oder gerade selber für meine Dolmetscherteams rekrutieren, die ich organisiere. Ich glaube, typisch für mich ist sicher, dass ich ein flexibler Mensch bin. Und ein diplomatischer Mensch. Beides brauche ich in meiner Arbeit an der ZHW, aber auch sonst. Und Humor ist wichtig, weil manchmal ist es überhaupt nicht zum Lachen. Und gerade dann brauche ich den Humor als wichtiges Arbeitsinstrument. Meine Arbeit ist sehr vielseitig und das hat Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist, dass der Arbeitsalltag sehr fragmentiert ist. Das heisst, es bleibt oft wenig Zeit, sich einem Projekt mal länger zu widmen. Schon kommt das Nächste, schon kommt der Nächste am Türchenklopfen. Und andererseits ist das eben auch die Faszination. Man hat 10 Bälle, die man gleichzeitig jonglieren muss und schauen, dass keiner runterfällt. In meiner Arbeit an der ZHW gefällt mir sehr, dass ich in einem angenehmen und hochprofessionellen Team arbeiten darf. Dass ich grossen Gestaltungsspielraum habe und das umsetzen kann, was mir wichtig ist. Und dass ich das vor allem mit einer Infrastruktur machen kann, die es uns erlaubt, die Studenten auf einem Top-Niveau auszubilden.